Liegt der Warp-Antrieb in greifbarer Nähe, also hat er eine Chance realisiert zu werden? Eine Voraussetzung dafür ist, dass wir negative Masse erzeugen und genau das ist gelungen. Die Fachwelt träumt jetzt schon von neuartigen Lasern, Supercomputern und eben sogar einem Warp-Antrieb. Ist das tatsächlich realistisch und wie genau lässt sich negative Masse erzeugen? Klicks und Science and Fiction, herzlich willkommen. Danke für den Themenvorschlag über WhatsApp, wie ihr da dabei sein könnt und Themen vorschlagen könnt und vor allem die unzuverlässige Abo-Box von YouTube überlistet, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Mehr als klar ist, dass sich ein Objekt wie beispielsweise ein Fußball, den wir anstoßen, sich tatsächlich auch nach vorne bewegt. Aktio gleich Reaktio oder dass ein Wassertropfen aus dem Wasserhahn nach unten fällt und nicht nach oben. Das alles lernen wir schon, wenn wir noch sehr klein sind. Bei negativer Masse ist das anders. Hier gilt unser Grundsatz der Alltagswelt nicht mehr, denn wenn man sie anstößt, bewegt sie sich in die entgegengesetzte Richtung. Sie beschleunigt also rückwärts. Wenn man einen Fußball anstupsen würde, würde er sich auf einen zubewegen. Negative Masse zu erzeugen, das war lange ein Traum der Wissenschaftswelt und es ist tatsächlich das erste Mal gelungen. Notwendig dafür ist aufwendige Kühltechnik. Rubidiumatome wurden auf wenige Bruchteile eines Grades über dem absoluten Nullpunkt von minus 273,15 Grad Celsius abgekühlt und zwar mit Hilfe eines Lasers. Dieser Aggregatzustand wird als Bose-Einstein-Kondensat bezeichnet. Die Materie verhält sich dann nicht so wie einzelne Teilchen, sondern wie ein einziges Atom und eher wie eine Welle. Doch immer noch besitzt sie eine normale positive Masse. Vereinfacht gesagt wurden die Atome dann durch gezielte Manipulation mit einem Laser geschüttelt und sie veränderten ihre Bewegung. Das nennt sich Spin-Bahn-Kopplung und schon bewegen sich die Rubidium-Atome nicht in die Richtung, in die man sie geschubst hat, sondern die entgegengesetzte. Die Materie verhält sich also so, als hätte sie eine negative Masse, sie beschleunigt rückwärts. Dazu einer der beteiligten Forscher, Michael Forbes: Es sieht aus, als wenn das Rubidium gegen eine unsichtbare Mauer stoßen würde. Das Forschungsteam vermutet, dass negative Masse nicht nur im Labor, sondern auch natürlich vorkommen kann, beispielsweise in Neutronensternen oder schwarzen Löchern oder bei der rätselhaften dunklen Energie. Also wirklich nur unter extremen Bedingungen. Wir hatten ja schon mal über dieses Thema berichtet, aber jetzt kommt noch was dazu. Einem anderen US-amerikanischen Forschungsteam ist ein weiterer Schritt gelungen. Sie haben Quasi-Teilchen erzeugt, die sich so verhalten wie negative Masse, diese sogenannten Polaritons erzeugten sie ohne Kühlung. Stattdessen manipulierten sie Photonen des Lichts und kombinierten sie mit sehr speziellen kleinen Teilchen, den sogenannten Ezitonen. Das Ergebnis: Partikel, die halb Materie und halb Licht sind, manchmal auch als Magic Dust bezeichnet, also so etwas wie magischer Staub. Möglich wurde das durch ein Gerät mit zwei speziellen Spiegeln, die einen optischen Mikrohohlraum formen. Die Farben des Lichtspektrums werden aufgeteilt und quasi angeordnet. Das Licht interagiert mit einem ultradünnen Halbleiter aus Molybdän-Diselenid. Daraus entstehen dann die Polaritonen, die sich ebenso wie negative Masse verhalten. Beide Experimente lassen die Fachwelt träumen von neuartigen Lasern beispielsweise, die kaum Energie benötigen, aber auch neue Arten von Supercomputern könnten mit diesem Wissen entwickelt werden und negative Masse gilt außerdem als Voraussetzung für einen möglichen Warp-Antrieb, ja, von dem Science-Fiction-Fans wie ich zum Beispiel schon lange träumen. Denn der Theorie zufolge muss ein funktionsfähiger Warp-Antrieb in der Lage sein, das Raumzeitgebiet um ein Raumschiff so zu verändern, dass sich Start und Zielpunkt näher kommen. Konkret muss sich die Raumzeit vor dem Raumschiff zusammenziehen und hinter ihm ausbreiten. Und da sich die Raumzeit selbst überlichtschnell ausbreitet, könnte das Objekt dann in einer Warpblase, in einer Art Warpblase mitreißen. Dafür ist, wie gesagt, eine negative Energiedichte wichtig. Es könnte also sein, ja, es könnte sein. Wenn ihr also nichts zum Warp-Antrieb und allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp und den anderen Messengern. Nur dann verpasst ihr kein Video, denn die Abo-Box auf YouTube, die ist ja immer ein bisschen unvollständig. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Einfach hier draufklicken. Und zur Begrüßung habe ich ein kleines Goodie und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social and Media abonnieren. Da erfahrt ihr zum Beispiel, warum die Videodays ausfallen. Ja, und nicht die... Genau, die Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Ebola erreicht Millionenstadt mit der dramatischen Entwicklung dieses Ausbruchs im Kongo. Falls ihr es verpasst haben solltet. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.